S wie Schafgarbe. Die gemeine Schafgarbe begegnet uns oft bei Spaziergängen auf Wiesen und Wegrändern, auf denen sie uns mit ihren weißen Blüten entgegenstrahlt. Was jedoch die wenigsten wissen, die Schafgarbe ist bereits seit der Antike eine beliebte Heilpflanze mit antibakterieller und adstringierender Wirkung. Sie findet heutzutage vor allem bei der Wundbehandlung, Entzündungen und Unterleibsschmerzen Anwendung. Die gemeine Schafgarbe Achillea minifolium ist in ganz Europa, Nordasien und Nordamerika heimisch und fühlt sich an trockenen und sonnigen Stellen wie Wiesen oder Weiden am wohlsten. Sie gehört zur Familie der Korbblütler und blüht von Juni bis Oktober. Es gibt mehr als 120 Arten der Gattung Schafgarbe. Der Wurzelstock treibt fiederige Blätter aus und die weiß- bis hellrosa Blüten bilden sich auf dem Stängel, der markhaltig und zäh ist. Bereits in der Antike war das Kraut eine beliebte Heilpflanze für Kriegsverletzungen. Der Gattungsname Achillea verweist auf den Griechen Achilles, den sagenhaften Helden des Trojanischen Krieges. Er soll die Pflanze zur Wundheilung verwendet und als Heilmittel entdeckt haben. Vermutlich kommt die Bezeichnung Schafgarbe daher, dass das Kraut vor allem von Schafen gern gefressen wird. Das altdeutsche Wort Garbe bedeutet die Heilende. Schafgarbe kann innerlich und äußerlich angewendet werden, beispielsweise als Tee, Bad oder Tinktur. Besonders in Frauentees ist die Schafgarbe oft zu finden. Auch beliebt ist der frisch gepresste Saft aus der Schafgarbe. Zur Einnahme verdünnt man dreimal täglich einen Teelöffel des Saftes mit einem Glas Wasser. Die Schafgarbe kann zudem in den Venen den Rückfluss des Blutes zum Herzen unterstützen, dadurch den Kreislauf verbessern und venöse Beschwerden wie Krampfadern oder dicke geschwollene Füße lindern. Äußerlich kann die Schafgarbe in Form von Bädern oder Kompressen Anwendung finden. Das ätherische Öl der Schafgarbe gilt als Rarität und ist daher auch sehr teuer. Man kann es bei Kopfschmerzen für Sitzbäder oder Massagen verwenden. Weitere wertvolle Inhaltsstoffe sind Bitter, Gerb und Mineralstoffe. Aufgrund ihrer antibakteriellen und adstringierenden Wirkung wird sie vielseitig verwendet. So kann sie auch bei der Anregung des Gallenflusses bei Appetitlosigkeit helfen. In der Volksheilkunde galt die Schafgarbe als Ersatz für die Kamillenblüte, da die Inhaltsstoffe zum Teil identisch sind. Zu ihren Anwendungsgebieten gehören Arthritis, Fieber und die Wundheilung. In der Kosmetik findet sie in Shampoos für sehr fettige Haare, in Lotionen und Gesichtscremes Verwendung. Aber auch in der Küche nutzt man sie als Zugabe, beispielsweise in Salaten. Achtung! Menschen mit empfindlicher Haut oder Allergieneigung sollten Schafgarbe meiden. Auch Schwangeren und Stillenden wird von der Einnahme abgeraten. Übrigens wurde die Pflanze in England und Schottland zur Voraussage und Beschwörung künftiger Liebe verwendet. So soll man einem alten Aberglauben zufolge seinen zukünftigen Ehepartner im Traum erkennen können, wenn man die Schafgarbe nachts unter das Kopfkissen legt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da und schaut noch bei unseren anderen Kräutervideos vorbei, hier auf unserem Kanal. Gerne könnt ihr auch eure Meinung in den Kommentaren da lassen. Und vergesst nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Bis zum nächsten Mal und ciao.